eben gerade etwas rumpelig gefahren und dabei ist der Kühlschrank aufgegangen. Oh, das sieht ja scheiße aus. Ja, mal nicht, wie die Polizei das sieht. Bei Ausländern ist man ja immer schnell abgezockt. Also funktionieren tut das System komischerweise ganz gut, aber wie gesagt, das nervt einfach, wenn man jetzt so wie wir 3 Kilometer einfach nur geradeaus fährt und alle 100 Meter komplett stehen bleiben muss. Dann ist das echt anstrengend. So, und jetzt sind wir raus aus La Paz und fahren jetzt hier über die Berge in Richtung La Ventana zurück zu den heißen Quellen, um den Basti nochmal zu treffen. So. Ich will die ganze Sache mal ein bisschen einbremsen hier. So, und bis ganz da unten müssen wir jetzt fahren und da sind wir ja letzte Woche schon hochgefahren, im letzten Video, glaube ich, und da sind wir die ganze Strecke mit fast nur 40 hochgekommen und jetzt gucken wir mal, wie sich diese lange Gerade nach unten auf die Bremsen auswirken. Jetzt sind wir unten und 10 Minuten mit 80 km/h runtergefahren. Könnt ihr euch ausrechnen, wie weit es ist. Mega Wind heute, also zumindest da vorne ein bisschen weiter. Was man an den Wellen sieht. Und die sind hier auch mächtig hochgekommen, hier, wie man hier vorne sieht. Also normalerweise sind die da, wo jetzt die Welle da ist. Da ist das Ufer. Aber mal gucken. Also unsere heißen Quellen werden wahrscheinlich wieder zugespült sein. Dann müssen wir nachher wieder ein neues Loch buddeln oder die Kinder. Hier machen wir heute Feuer. Da haben wir schon ein bisschen Holz gesammelt. Das muss ich mal irgendwie klein machen nachher. Na, vielleicht doch mal die Kettensäge rausholen, weil das eine Stück hier vorne, das ist zumindest, ja, wobei das hat einer gehackt. Ist vielleicht doch nicht so hart. Und
Ja, mal gucken. So, da stehen wir. Alle anderen buddeln sich da auf einen Querparkplatz ein. Wir haben uns mal hier so hingestellt. So, da haben wir noch Bodyboard geschenkt gekriegt. Und ach, da hinten sieht das mächtig dunkel aus. Also für die Sonne komplett ohne drin. Und ich werde dann mal jetzt mit der Lani laufen. Und dann hier diese Ding hier mit die amerikanischen Stecker hier oben an diese Kabel ranlöten, damit wir nämlich für unser Starlink, was wir hoffentlich bald kriegen, dann Strom haben. Ja, so, Lani hat mir einen Verehrer oder eine Verehrerin. Nee, ein Verehrer. Also Chica. Und die hat es noch nicht mal gemerkt. Ach, ist das eine kleine Trantüte. Hinter dir, Lani. Ist das eine Trantüte? Jetzt hat sie gemerkt. Oder hat sie gesagt, jetzt lässt du mich erstmal zu Ende pullern. Ach, guck mal. Na, was denn los? Ist er schick? Ja, ist er schick. Na komm, Fräulein. So, gucken wir jetzt den Ofen hier. So, also ich habe jetzt hier meinen Stecker beschnitten. Und der kommt dann quasi an den hier ran. Den schneide ich jetzt auch ab und dann haben wir hoffentlich eine amerikanische Steckdose hier drin. Welcher davon ist jetzt der deutsche grün-gelbe? Na wunderbar. So, scharf, ne, wa? So, rausgefunden. Wird wohl der grüne sein. Oder was auch immer das für eine Farbe ist. Ja. Ich habe jetzt hier mal schon mal das Holz clean gesägt. Die Hand allerdings hier den Ring of Fire ein bisschen vergrößert und eigentlich vergrößert, ja, erhöht. Und jetzt gucke ich mal schnell, was die da machen. So, ich habe da jetzt mal noch einen zweiten Schutz gebaut. Erstmal unseren hier erhöht, ringsrum. Und dahinter auch nochmal einen Wellenbrecher. So, geh mal weg. Aber. Ah, rüber zu Mama. Ah, nee, das waren Haare. Alter, das ist ein Wrack. Ja, sicherlich. Nur so entstehen so eine Videos, wenn so was kaputt geht. Irgendwie. Quatsch, mir doch nicht. Nee, die feiern das, dass sie so eine Rumpelkiste fahren. Ja, ich glaube auch. Hat der sich bestimmt irgendwie gekurft irgendwo und der überlegt jetzt, wo er stehen bleiben kann. Gib mir, der hat sehr ein Slide-Out. Der überhaupt sagt, vorne drei Scheinwerfer und eine LED-Bar noch dran. Ja. Krasse Teil. Ich muss das jetzt mal ganz unauffällig filmen, wie er da runterfährt. Der ist ja, Mann! Oh Gott. Halt. Ich bleib drauf.
Vielleicht hat er ja Allrad. Er hat auf jeden Fall Vierradantrieb. Hat Zwillingsreifen. Aber er steht gerade jetzt, fast. Eine ganze Portion scharf drauf geschissen hat er auch dabei. Ja. Frage mich gerade, wo er hin will. Er wird immer schiefer. Nee, super. Naja, aber das hat er doch vorher nie gewusst. Aber steht er trotzdem total schief. Das sind die Mexikaner, die können das. Klar, ein mexikanisches Kennzeichen. So, Feuer brennt. Müssen wir ja nicht unbedingt, wa? Mit drin werfen. Nee. Lass mal ihn stehen. Achso, ich hätte ihn runtergemacht davon. Ach so. Oh, jetzt mir genau der Qualm ins. Da sitzt er auf unserem Feuerholz. Ich war vorhin schon echt vorsichtig und haben geguckt, wa? Dass er keine mit bei sind, aber. Gib mal einen Stecken, dann können wir den da runter machen. Oh, da hinten springt voll die Manta-Rochen aus dem Wasser. Sieht man leider nicht, wa? Auf dem Video. Alles voll. Wie hoch die rausspringen. Man sieht es leider nicht, wa? Guck mal, ob ich näher ranzoomen kann. Ja, mit dem bloßen Auge sind sie gut zu erkennen, aber. Video jetzt wahrscheinlich nicht, wa? Es ist nur ein bisschen drin klatschen immer. Da rechts steht die Leuchtturmkuh. So, nach zwei Tagen fahren wir jetzt hier von La Ventana wieder zurück in Richtung La Paz. Noch ein bisschen was einkochen und nochmal zu den Strand mit den Walhaien, wo wir ganz am Anfang waren. Und da warten wir dann weiter auf unser Starlink. So, jetzt müssen wir erstmal kurz mal ein bisschen was aufräumen. Ah ja, steht. Wir haben nämlich eben gerade etwas rumpelig gefahren und dabei ist der Kühlschrank aufgegangen. Scheiße aus. Oh. Na, das wird eine längere Aktion hier. Gut. Hirsch, Hirsch beim Frühstücken. Sieht dann schon? Ach, bin stiller. Ach, das ist doch nicht. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Ja. Los, da ran. Er läuft. Los. Er rennt, er läuft. Er läuft, Colin. 5. Klasse, ist doch schon flutschen hier. Da ist er. Klöschen, Hirsch. Was geht da? Der Hirsch, wo war er gleich dann weg? Warum chillt er denn nicht? Vermutlich rennt er vor uns weg. Vermutlich, weil ihr geschrien habt. Alter, ist aber vorbei, Bollert hier. Nani, Ruhe. Cowboy. Oh.
Lani tastet sich langsam ran. Ein riesiger Walknochen. Krasse Nummer. Bis allerdings unten nicht. Von was für ein Stücke, aber der ist mega schwer. Also man kann ihn nicht bewegen. Mal ja glatt gucken, ob hier noch mehr rumliegen. Mal den Kindern nachher Bescheid sagen. War ja hier, wo wir mit die Walhaien rumgepaddelt sind. Naja. So, wir müssen aber den Weg zurückfinden. Ach, und hier liegt wieder der tote Schildkröte. Ach Gottchen. Scheint ja auch schon ein bisschen länger zu liegen. Hier wird man mal sehen, wie groß sie ist. Naja, vielleicht war sie auch schon alt. So, hier ist der große Walknochen nochmal. Weg da, Sammy! Da sitzen die Geier und fressen auch irgendwas. Da gucken wir jetzt mal. Ich hoffe, die lassen uns ran. Also. Ne, aber der eine ist ja was. Gut, der fliegt auch weg, vorsichtshalber. Die haben Angst vor euch. Gucken wir mal, der begessen hat. Ja, aber der ist ja nicht bunt. Der ist doch einigermaßen frisch. Alter, da kriegt man die Zähne. Man kriegt gar nicht scharf. Noch jetzt. Krass, krass. Und der, die Stachel da oben drauf. So, hier übrigens mal. Hier, wie groß der mein Finger ist für den Fisch. Also. Der ist schon anständig. Gut, lass doch mal die Vögel hier wieder essen und dann los. Lass uns zurückgehen. Ja, hier liegt einiges Totes. Einiges Totes. Naja, gibt ja auch eine Menge hunderttausende Fische im Wasser. Da wird auch mal einer sterben. Hier liegen sie nachher. Ich frage mich, was das hier ist. Plastik. Ist das Spielzeug? Nee, Plastik. Aber habe ich ganz viel gesehen hier. Ist nur eine Blase. Ich würde auch sagen, das ist eine Blase oder irgendwas. Oder eine Lunge. Aber das hängt doch noch an irgendwas. Ja, ja, deswegen. Vielleicht ist das auch von davon irgendwas, wisst ihr? Algen. Irgendwas, eine Alge oder sowas. Hier sind auf jeden Fall auch riesige Krabbenlöcher. Nein, das sind keine Krabbenlöcher, die wollen sogar. So, nachdem mir gestern ja die andere Steckdose abgeraucht ist, mit dem Schalter drin und der Sicherung,
habe ich jetzt einfach mal eine neue gekauft und habe jetzt mal geguckt, ob die tatsächlich hier so wie auch in Deutschland sind. Sind das. Ja, grün ist hier Hocherde. Ja. Schließe ich das mal an und dann probiere ich das nochmal. So, ich habe jetzt übrigens das Kabel von hier oben, also das andere, was da oben lang ging, ging ja da hinten runter. Und darin, das habe ich jetzt nach da unten verlegt, darüber. Und das geht jetzt da unten, irgendwo kann man jetzt natürlich hier sehen, da unten geht es rein. Und kommt Quatsch, also das geht da durch, habe ich noch durchgebohrt, einen Schutzschlauch drüber gemacht, kommt jetzt da oben raus. Ich habe jetzt erstmal mit Lüsterklemmen festgemacht, weil nicht mit Lüsterklemmen, mit Vago-Klemmen, weil mein Dings nicht, mein Lötzinn sich irgendwie nicht mit den Kabeln hier verbindet. Ja, ich weiß auch nicht. Da fehlt das Lötwasser, aber das Lötwasser finde ich nicht mehr. So, hier ist jedenfalls der Dreierstecker drin. Da steckt er. Haben wir jetzt hier ran gemacht. Da können wir jetzt den amerikanischen Starlink-Stecker drin stecken. Und den Starlink habe ich gerade eine Mail gekriegt. Das ist angekommen. Und das fahren wir jetzt zu holen. So, geht's hier erstmal schnell zum DHL-Shop. Mal dieses geile Auto hier sehen. Krass. Und gucken, ob unser Starlink-Paket hier ist. Ich bin mal gespannt. Ach, jetzt ist der Parkplatz frei. Ach, kein Platz. Okay, also war jetzt nicht hier. Ich habe mir eine andere Adresse gesagt, wo das Paket abgeblieben ist. Wir müssen halt mal durch die halbe Stadt so fahren. Kilometer, ey. So, die sind nicht dahin schicken können, wo ich das hinschicken lassen habe. Naja. Was soll's. Aber ich schon mal hier irgendwo. Na denn. So, Paket haben wir gekriegt. War wenigstens im richtigen Laden gewesen. Müssen wir trotzdem die ganze Strecke durch die Stadt wieder zurückfahren. Naja. Ist egal. Stimmt's, Nicole? Für Internet machen wir alles. Ja. So, nach 900. Mal vorbeifahren und kein Foto machen, haben wir diesmal dran gedacht, von der wunderbaren Feuerwehr hier vorne ein Foto zu machen. So, und jetzt fahren wir wieder zu ihrem Strand, zu ihrem schönen, und da machen wir dann. Bauen wir denn unser Starlink auf, gucken, dass das alles funktioniert, weil nämlich heute Abend ist Super Bowl und der Basti, der kommt auch nochmal von La Ventana rübergefahren, um damit zu gucken. Und ja, dann bleiben wir da nochmal 2-3 Tage, bis die Fähre kommt und dann geht's los. Da unten ist der Strand schon und das ist wirklich eine der schönsten Strandzufahrten, die wir hier irgendwie auf der ganzen Bache gehabt haben bis jetzt. We'll be right back.
jetzt sind wir am Strand von Della Playa, also Playa Strand. Doppelt gemoppelt am Playa Della Los Muertos oder so. So, Auto habe ich eingebuddelt, damit es gerade steht. Ich habe uns hier mal ein bisschen drin gestellt. Und sieht ja nicht gerade aus, wa? Ist aber. So, Colli tobt da oben drin rum, in die coolen Steine hier. Pelikane eiern da schon rum. Ja, mal gucken, der Strand ist eigentlich schön. Aber ich fürchte, mit den Wellen ist da oben Bahn mit den Kindern wieder nicht drin. Die sind hier genauso doll wie da drüben. Also ich glaube, die behaupten hier, dass man hier schön schnorcheln kann, die waren hier, wo das Wasser still war. Weil so ist ein Schnorcheln nicht möglich. Am nächsten Tag war dann aber das Wasser wirklich spiegelglatt gewesen, ohne Wind, ohne alles. Und da konnte man dann auch schön baden und schön schnorcheln. Und ja, da haben wir aber die Kamera mal nicht angemacht. Basti rennt mal schnell zum Auto und holt die Drohne, damit wir die Rochen mal von oben filmen können. Schnell, Basti! Nicole! Jetzt sind sie weg. Nee, da springt keine mehr. Anscheinend wieder da. Jetzt kommen die Pelikane. Und jetzt kommen auch die Fischer. Schönen Ort hier wieder. Den schönen Strand. Und fahren noch mal schnell nach La Paz zurück zur Fähre. Also gucken, ob die Fähre. Und dann. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, wo wir hier. Ja, wie wir jetzt hier hochkommen, ohne dass es zu dolle rumpelt. Mega Löcher hier. Ja, dann gucken wir, dass wir einen Platz auf der Fähre kriegen für heute oder für Mittwoch. Und dann fahren wir noch schnell einkaufen und dann. Ja. Ach, ich glaube, diese Dinger meint der hier wegen dem Tor. So,
2 rausgekommen. Die anderen Wohnmobile, die haben hier oben gestanden, die kommen ja da nicht runter. Die normalen, die sind auch schon alle weg. Und naja, Basti ist ja auch schon weg. Von dem haben wir uns auch verabschiedet jetzt. Den werden wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr sehen. Er ist wieder in der Schweiz. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hergekommen sind. Die Club fahren geradeaus, hoffentlich. Weiß ich gar nicht so genau jetzt. So, und wie es weitergeht und ob wir überhaupt einen Platz auf der Fähre bekommen haben, seht ihr dann in der nächsten Folge. Aus Basta und vorbei. Finn, adios und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Die Glocke?